Ja, hallo und herzlich willkommen zu F1 2019. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin der Patrick. Ich bin der René. Und wir sind zum dritten Mal unterwegs in F1. Diesmal mit dem neuesten Teil auf der Xbox One X. 4K, wow. Und F1 2019. Ja, Reifenwahl lassen wir mal so. Wir sind jetzt hier direkt in Melbourne. Im ersten Grand Prix von 21. Diesmal ziehen wir es auch durch und spielen alle. Und die große Neuerung ist, dass wir jetzt ein Mehrspielerauto haben, dass jeder hat das gleiche Auto, nur anders eingefärbt. Das ist Richtig. Chancengleichheit. Und auf welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir eigentlich? Ich glaube so 40, 41%. Ja, sowas, ja. Und es geht gleich richtig los hier. Es macht richtig Spaß, auch jetzt mal hier zu spielen. Das kommt auf Und meine Rundenzeit an. Und zeige ich dir gleich, ob es Spaß gemacht hat. Hier im quietschgelben Gummiboot von Ayrton Senna war ich. Wir haben nämlich hier die Legends Edition am Start. Deswegen haben wir diese Skins. Du von Alain Prost und ich von Ayrton Senna. Wir wollen natürlich die große Rivalität wieder aufleben lassen aus der Ja. WM 1990, aber wenn es dich jetzt schon raushaut, dann ist die Frage, ob es dann doch nicht eher wieder Macht's. zu einer do Macht's. dominanten Saison von mir wird. Ja, wie ihr seht, grafisch schon mal deutlich schöner. Ich klinge irgendwie so ein bisschen blechern, ich höre mich selber. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay, die Qualität alles. Es passt alles, Patrick. Und ich werde das Auto auch nochmal von außen zeigen, allerdings nicht hier in meiner Hotlap natürlich. Ja, neu ist auch die Formel 2, Formula 2. Können wir leider Mehrspielermodus noch nicht zeigen, kommt vielleicht noch. Spielt sich aber auch sehr gut, René, ne? Ja, Formel sehr 2. gut sogar. Also ich finde jetzt ehrlich gesagt F2 und die Die alten historischen Oldschool-Rennwagen, ja, historischen halt, dann finde ich viel besser jetzt wie bei F1. wie jetzt wenn man mit Ferrari und McLaren und so mit den aktuellen Richtig, Autos. genau. Aber wir fahren ja jetzt hier so ein Zwitter davon quasi, so ein Mehrspielerauto, was zwischen Formel 1 und Formel 2 wohl ist. Und das fährt sich aber eigentlich auch ganz gut, ne? Richtig. Ah, Rangaufstieg. Zu Vorführzwecken natürlich direkt hier. Aber passiert nichts. Ja, okay, es ist nur eine Zahl. Man schaltet jetzt nicht wirklich noch irgendwelche Sammelkarten oder so frei. Nein. Ja, dadurch, dass wir das jetzt natürlich vor dem Release schon spielen, ja, haben wir natürlich nicht alle Funktionen frei. Der Store zum Beispiel funktioniert noch nicht, dass man da seine Skins kaufen kann. Oh, ist mein Essen da? Kleinen Augenblick kurz, bitte. Ja. So, dann haben wir hier noch unsere stolze 15 Sekunden. Jetzt geht's los. Geht es einfach so los, ohne mich. Ja. Gerade noch gekommen. Okay. Ja, da sind wir auch schon direkt im Rennen. Und wir sind hier wieder ziemlich weit hinten, leider. Ja, wir kommen schon vor. Ja. Nee, ich Das wollte nur ist. sagen, das ist jetzt ein gewohntes Bild aus dem Ende der letzten Saison. Aber jetzt werdet ihr den großen Unterschied gleich sehen. Es ist viel cooler gemacht worden. Man kann besser steuern. Also wir spielen auch auf der Xbox One X. Es muss natürlich jetzt nicht viel schlechter sein auf der PS4. Nein. Aber Aber es es hat. wird wahrscheinlich auf keiner anderen Plattform so gut aussehen. Außer vielleicht auf einem sehr hochgezüchteten PC. Richtig. Selbst da wahrscheinlich nicht recht viel los. Du boxst ihn voll weg da.
Das schon, ich hab dich erwischt, ich hab grad noch in die Hände geschaut. Nee, nee. Alter, seht ihr mal den schönen Skin, den der René hat? Aber ich darf nicht zu lange hin. Mhm. So, dann machen wir mal die große Aufholjagd, oder? Ja, wenn es geht. Jetzt am Anfang ist es immer ein bisschen schwer, aber es kommt dann, es löst sich dann. Ja, mittlerweile ist ja jetzt halt auch bekannt, dass der F2 Karrieremodus in einer Kurzfassung ist. Story-Modus so gesehen. Mit drei Runden, ne? Oh, ich verliere Energie. Was passiert hier? Rechts unten siehst du diese Balken. Da steht ein E und da war mein Balken gerade leer, ohne dass ich irgendwie was gemacht habe. Ne? Ich dachte, das ist alles auf Auto eingestellt. Ja, das ist der Elektromotor. Da kann man quasi extra Energie abzwacken. Aber das wollte ich jetzt gar nicht machen, aber ich habe nichts gemacht. Okay. Naja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Auf jeden Fall, Formel 2 ist mit dabei in der Kurzversion in dem Story-Modus, im Karrieremodus. Ja. Ja, allerdings nur mit den 2018er Autos und Fahrern. Championship 2018. Und 2019 soll per Patch nachgelegt werden. Allerdings weiß ich nicht, ob das im Story-Modus dann wirklich verändert wird. Man würde auf jeden Fall die neuen Autos dann fahren können, wie man Fahrer hat. Also von 2019. Ja. Genau, weil die überschneiden sich ja jetzt. Also aus der Formel 2 aus 2018 sind ja jetzt drei Fahrer in der Formel 1 2019. Lando Norris, Aaron schießt mich tot. Richtig. Und nur ein Dritter. Ihr seht, zutiefst sind wir da jetzt nicht drin, aber das macht sie auch sympathisch. Aber jetzt ist mein Ehe schon wieder fast leer. Wie ist es bei dir? Am Ende der Runde ist irgendwie... Ja, bei mir ist es auch, ja. Ich denke, oh nein, jetzt hat es mir wieder rausgehauen. Was ist denn da los? Ich mache gar nichts hier. Die hauen mir das rein und dann kriegen sie keine Kollisionsstrafen. Gar nichts, der Computer. Das DRS ist an. Ja, wir haben aber, siehst du, das Blitzsymbol und eine 4. Können wir da irgendwie vier Einheiten benutzen? Ich drück mal lieber nichts, aber ja. Ah, wir dürfen nicht zu viel Gas geben, dann kriegen wir das Grüne wieder mehr. Das ja, das lässt sich wieder auf, du Bremsen, ja. Das war bei der letzten Saison nicht, oder? Nee, das ist auch ganz neu jetzt. Wir sind da nur gefahren, ohne E und S und... Also man konnte da schon dann das Benzingemisch auf Fett und auf Arm stellen. Aber das ist jetzt neu. Das müssen wir auch erstmal kennen. Jetzt ist E wieder voll, aber warum denn? Vielleicht muss es sich aufladen durchs Fahren oder so, keine Ahnung. E und S, ich weiß nicht, was das bedeutet. S ist Standard, bleibt dann die ganze Zeit da, aber das andere... Ah, das andere heißt wahrscheinlich noch 22% oder nee? Ich habe jetzt nur noch eine Ladung. Komisch. Neben dem ERS-Schild ist eine 1, vorher war eine 4. Stimmt, war bei mir auch jetzt. Okay, dann haben wir wahrscheinlich schon drei Balken verbraucht, ich weiß nicht. Ich nehme die ERS ja und konzentriere mich auf den Gegner. Oh. Gegner soll wegbleiben von mir. Ey, das ist... Ich krieg eine Kollisionsstrafe, weil der mir reinfährt. Na super. Auf das Boxenstoppfenster öffnet sich bald, damit ich was von meinem Burger essen kann. Das wär's auch, oder? So ein Drive-Thru dann in der Boxengasse. Du macht's mal, ich esse dabei. Boah, nee. Ich weiß nicht, was da immer so eingestellt ist, aber es ist anders jetzt, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht war das... Nee, ich glaube, das war vorher auch schon. Wir spielen ja den gleichen Modus, was wir jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Oh, komisch, warum hat es... ist uns nur nicht aufgefallen, wahrscheinlich. Mir ist es jetzt erst aufgefallen mit den Anzeigen. Ich glaube, man muss da gar nicht so sehr... Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt fängt der Schmarrn schon wieder an, ey. Das ist die Aufnahmesituation. Mhm. Anscheinend. Kommt der Druck dann irgendwie? Nee, nee. Nee, darum geht's mir eigentlich gar nicht. Blendet bei dir die Sonne auch so krass in dem Spiel? Das ist Wahnsinn. Ja. Du musst dir deine Dynamik vom Fernseher runtersetzen, das ist nicht so arg. Das müssen wir mal einrichten. Das kann ich nicht. Und auf welcher Position bist du? Welche wohl? Standard. Ja, kann doch nicht sein, du hast sofort gewonnen. Naja, jetzt irgendwie ist alles anders. Ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal anders ist.
Hast du deinen PlayStation-Controller an die Xbox angeschlossen? Ja, habe ich. Ah, ich bin rausgefahren aus Versehen. Das war. Oh, jetzt, aber jetzt ist die Wiese auch wieder anders. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf einmal ist es ganz anders jetzt. Wir fahren kein Ferrari, gell? Ah, das war. Du bist vorher auch kein Ferrari gefahren. Du bist ja auch nur das Mehrspieler-Auto quasi gefahren. Ja, aber Ferrari. Nee, ja, in dem davor, aber im letzten Grand Prix sind wir ja auch mit den Autos gefahren, nur mit einem anderen Skin. Das wäre auch ganz cool, dass ihr jetzt im Mehrspielermodus euer Auto dann einfärben könnt. Ja, fängt schon wieder alles von vorne an, ne? Ja, jetzt vielleicht auch das Reden besser, ich weiß nicht. Nee, nee, ist eigentlich, wir haben ja früher auch so allgemein. Komme da gerade nicht mehr so rein. The last place. Ja, egal, holst du wieder auf, also hol dir relativ schnell auf. Ich bin auch nur auf 13. Sehr komisch, irgendwas ist da verstellt worden jetzt. Vielleicht ist auch die Schwierigkeit ein bisschen höher einstellen. Hast du höher gestellt, oder? Ich habe nichts verändert. Achso. Deswegen wusste ich ja vorhin auch nicht, auf welcher Stufe es eigentlich ist. Merkwürdig. Ich fand es aber auch im Karrieremodus so unterschiedlich. Von dem Schwierigkeitsgrad her. Teilweise war es super einfach und teilweise total schwer einfach. Ist auch gut, dass im Karrieremodus kein schwer leicht gibt. Dass man da wirklich dahin muss, wo man hinkommt. Weil das ist ja auch Veteran, dann hast du schwere Stufen, weißt. Aber kann man schon einstellen, oder? Nee, nee, das, das kommt von deinem Verhalten des Fahrens an. Okay, ja. Okay. Also von Anfänger bis Veteran gibt es da Balken, der schwingt dann hin und her, so wie du bist gerade halt. Ah, das funktioniert. Wenn es funktioniert. Ja, wenn der überhaupt uns nicht veräppelt, der Balken. Und ist auch entscheidend Sache von der Presse her jetzt hat. Du kannst jetzt halt dich hochpushen, du kannst Fairness rausholen, alles, weißt. Und du kannst auch einzelne Abteilungen von deinem Rennstall quasi belobigen. Ja, genau. Und du musst natürlich auch jetzt halt, das Coole ist, die was in F2 dabei sind, wo du in der Story spielst, die kommen dann auch hier ins F1 mit rein und gegen die musst du dann battlen über die Presse. Also ja, praktisch ja, ja, das sind ja die drei Fahrer, die auch in der Realität quasi aufgestiegen sind, ja. Aber man kann das leider, glaube ich, nicht beeinflussen, ne, diesen Streit mit den zwei anderen. Nee. Doch, das kann man beeinflussen durch die Presse. Achso, ach scheiße, das ist mich gedreht. Ja. Durch die Presse kann man sich das beeinflussen, das ist ja das Coole da dran. Du musst versuchen, da denen auch zu kontern zu können, aber auch da zu bleiben, dass du auch noch einen guten Ruf hast und alles. Das entscheidet viel, diese Texte und so weiter, von der Presse her, wo du anklicken musst. Ah, ist ein Ausschied. Als Antwort. Ja, ist auch, finde ich auch ganz. Es gab ja schon vorher diese Interviews, wo du da auch deine einzelnen Abteilungen loben konntest, aber es gab halt nicht diese zusammenhängende Story mit den drei neuen da quasi. Das ist auch ganz gut inszeniert so. Aber ich weiß nicht, ob das die Originalfahrer sind, die das synchronisieren auf Englisch, das würde mich mal interessieren. Wäre ganz cool zu hören vielleicht. Ja, nee, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Das aber auf Deutsch. Ich finde es auch komisch, dass Formel 2 Moderatoren sind ja echte Moderatoren, haben aber im Englischen, siehst du ja auch in dem Review-Sheet, den gleichen Namen wie im Deutschen. Also sind das quasi, sind das nicht die echten? Weil der Kai Ebel, der spricht ja selber für sich, weißt du, wie ich meine? Aber das ist synchronisiert von deutschen Schauspielern. Das klingt dann auch dementsprechend. Das müssen sie wirklich noch einbauen, damit es wirklich kein. Das also, ist so richtige so Kommentatoren, also so wie es halt auch in PES und FIFA ist, das sind ja echte Sportkommentatoren. Ja. Dass sie das nicht so reinsetzen, ja, aber ich glaube, es wäre ein hoher Aufwand, weil jeder fährt andere Positionen und so weiter, weißt. Das bräuchte ich gar nicht unbedingt, aber das so drumherum, dass das nicht von Synchronsprechern gemacht wird, sondern von echten Kommentatoren. Würde zum Feeling schon ein bisschen beitragen.
Ich meine aber auch, egal wer das macht als Kommentator, es ist wahrscheinlich so aufwendig. Sagt er, jetzt ist er auf Position 1 und das. Ja, und aber so bräuchte ich es gar nicht. Ich meine, das, was drin ist, das sollten sie halt von echten Sportkommentatoren vielleicht machen lassen. Oh, und das wiederholt sie hier irgendwann dann. Die Interviews vielleicht auch so. Das wäre ganz cool. Die man vielleicht kennt, so. Aber es wiederholt sich ja immer. Heiko Wasser und so. Ja, es wiederholt sich ja immer so in FIFA-Press auch so. So, jetzt bin ich in der Box, jetzt mache ich Burgerpause, bis gleich. Ja. Los, fahr jetzt! Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, die Pause war viel zu kurz, leider. Ja, und hoffentlich hat es geschmeckt in der Box. Ja, doch, war recht gut. Ein bisschen scharf, aber ich kann leider nichts nachdrücken. Da war keine Zeit. Okay. Dann muss ich schärfen. Das haben die Fahrer ja in den Cockpits eingebaut, so dass sie, dass sie trinken können. Das brauchen wir noch. Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Ich bin jetzt 18. Da. Ich bin noch immer noch. Ah, bist hinter mir direkt, okay. Aber trotzdem bist du noch sehr weit vorne. Ich verstehe jetzt nicht. Ich auch nicht. Vielleicht fährst du doch mit McLaren aus der letzten Saison. Oh, hör auf. Hey, aber nicht auf der Xbox, da habe ich ja neu angefangen. Nee, der stellt sich automatisch. Den habe ich da reingehackt, weißt du? Ja, ich denke es mir schon langsam, dass du da irgendwas einstellst. dass ich ja nicht vorne bin, ne? Ja, ich will ja schon wieder gewinnen. Schon vergessen vorhin, ne? Schon einzustellen. So habe ich es auch geschafft, ey. Ja, irgendwas ist da anders, Patrick. Du, wirklich, ich weiß nicht, ob die Einstellungen da dran liegen oder so, aber es ist definitiv. Gut, wir sind Melbourne jetzt noch nicht gefahren. Ja, aber trotzdem, allgemein hat sich's ganz anders. Schauen wir dann mal nach dem Rennen, was da war. Schau mal, ich fahre die Kurve wieder so wie auf der PlayStation, weißt du? Ja, gut, dann kann ich jetzt auch nicht mehr. Also für mich steuert es so wie im letzten Mal. Nein, für mich nicht mehr. Doch einen Controller erwischt. Nee. So, da auch wieder 12. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Ah, schade, wir müssen echt mehr Runden einstellen, damit wir mehr Boxenstopps haben. Mhm. Macht da auch wenig Sinn, weil dann kann ich eigentlich früher was essen. Wenigstens 20. ist schon mal draußen, ne, weil wir sind noch 19 von 19. So. Ja komm, du holst jetzt auch noch ein bisschen auf. Ne, das schaffe ich nicht. Ne? So wie immer. Quatsch. Oh, jetzt bin ich wirklich? Ja, nee, das Fall so wie gerade. Das ist super gefahren. Jetzt hab ich halt mitgenommen, aber keine Verwarnung, nix. Also. Das macht ja gar keinen Spaß, wenn man alleine fährt. Da ist ja, jetzt wird man hier nur üben und fertig. Kein Multiplayer. Ja gut, vielleicht liegt ja einfach die Strecke. Nee, nee, das ist nicht damit zu tun. Ich komme vorher viel besser in die Kurven. Oder andere Kameraperspektive? Nee, nee, das ist die gleiche. Weil bei mir hat das standardmäßig immer diese von der Seite, so schräg oben. Weißt du, welche ich meine? Ich habe den immer von oben. Oh, mit der kann ich überhaupt nicht fahren. Voll irritiert. Nicht? Ja. Ich bin die ersten zwei Rennen damit gefahren, aber es geht nicht. Ich kann nicht aus dem Cockpit durch manchen oben. Nee, Cockpit mache ich auch nicht, das ist mir zu weit oben. Das ist dazwischen, das ist so hinten gerade. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Oder machen wir R1 öfters. Also RB. Ja. Vielleicht ist doch die falsche Perspektive. Bei mich hat es dann auch irritiert, konnte nicht richtig fahren. Ich frage mich nur, wer die Verfolgerperspektive gibt, weil mit der kann man ja gar nicht fahren. Also die Third Person. Gut, die sind aber ordentlich auf der Pelle.
Ist es besser? Hm. Ist es ja oder nein? Nö, ich bin jetzt halt um fast eine Sekunde besser. Das siehst du, ja, war doch die Kamera vielleicht. Aber ich gehe immer zu schnell in diese letzten zwei Kurven. Ich kenn's ja, da bin ich immer zu schnell in der vorletzten. Der ist wieder beste Runde. Also ist Zone so. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich rausgefahren, einmal aus Versehen, jetzt ist vorbei. Ich disqualifiziere mich jetzt gleich selber, weil das nervt mich. Concentration. Ja, wenn man da einmal rausfährt, ich weiß nicht, was der jetzt eingestellt ist. Voll ja, ich bin ja auch schon mal rausgefahren, da kann man schon mal raus. Ja, aber wie es mich immer rausdrückt, das ist das Komische. Ich mache aber nichts da dran. Ja, das ist ein Fehler. Nee. Warum kann ich fahren jetzt nicht mehr? Irgendwas ist da anders eingestellt worden. Ich werde danach mal schauen. Vielleicht ist auch eine Fahrhilfe, die irgendwie jetzt aus ist. Das kann durchaus möglich sein. Schau mal ins Menü, die kannst du jetzt einstellen und befleien. Ich hab das muss ich aber nicht vorher war, aber. Ich hab's einfach so gelassen, weißt du? Ja. Also Bremshilfe würde ich halt ausstellen und alles andere an, so wie ich zum Beispiel. Also Anti-Blockiersystem kann man zum Beispiel in verschiedenen Stufen. Wenn das zum Beispiel jetzt nur auf halb eingestellt ist, dann fährt sich's ganz anders. Kann man das nicht nochmal zurücksetzen, damit du siehst, um welche Einstellungen das geht? Aber ich kann ja die Standardeinstellung sagen, alles ist aktiviert quasi. Alles aktiviert? Ja, außer die Bremshilfe. Die ist glaube ich auf halb oder so, aber die solltest du auf jeden Fall ausstellen, weil dann bremst du automatisch bis. Weil der bremst immer viel zu. Nee, er bremst viel zu früh, also da bist du viel langsamer. Aber was erzählen, dass ich gut spielen konnte mit. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eingestellt war. Ja, liegt es wirklich da drin? Ja, schau mal. Drück mal Start und schau mal. Jetzt bin ich eh hinten. Ja, jetzt kannst du eh schon. Was muss ich tun? TV, okay, ja. Ja, Präfektion, Fahrhilfe. Talent, Amateur, toll. Bremsassistent ist mittel. Würde ich ausstellen. Das ist viel Bremsassistent? Zu ja. Du kannst ja selber bremsen. Ja, aber wann halt durch? Ja, das ist ja die Herausforderung des Spiels quasi. Aber sonst der Bremse. Ist eigentlich alles an, komplett an. Dynamische Ideallinie, Traditionskontrolle. Traktionskontrolle ist das Wichtigste, ja. Auch wenn man gerade hier sieht, dass sie nicht immer ganz greifen. Getriebe. Ah, jetzt war ich auch wieder so scheiße. Ich bin auch 17 da, also das ist doch der Vorführeffekt. Aber an, Boxenstoppassistent an. Mach mal einen Bremsassistent aus und probier mal aus, wie sich's fährt. Aus. Aber dann ist Anti-Blockiersystem an, gell? Das auch sollte ja so sein, gell? Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Okay. Weil sonst, wenn du auf Vollgas gehst, kannst du quasi nicht machen. Du musst ganz, ganz vorsichtig dein Gas geben. Nee, das ist ja voll blöd. Jetzt bin ich gar nicht rausgefahren, ne? Ja, du musst halt bremsen in den Kurven. Nein, weil ich jetzt genau in der Kurve habe ich jetzt auf vom Menü raus. Nee, ist ja noch schlimmer nach, das mache ich nicht sein. Ja, fahr halt mal eine Runde damit. Da bin ich ja schon, ist sehr grausam. Ja, keine Runde. Ja, aber ich meine, jetzt ist es raus. Wie? Nur wegen der Bremshilfe, oder? Nee, allgemein, die haben mich schon überrundet, aber ist jetzt nur eine Testphase, ist ja nicht so schlimm. Kann man die Session neu starten? Warte, ja, könnten wir ja. Geht es Multiplayer? Ich glaube nicht. Weißt du, wir spielen ja nicht gegen andere, sondern gegen Com. Ja, aber theoretisch könnten wir ja auch... Du bist ja der Hoster. Nee, das ist ja noch grausamer, ey. Boah. Na, die Kurve kriege ich ja gar nicht mal, ey. Das ist aber das Spiel, René. Das ist das eigentliche Spiel. Das sieht so aus. Oh, jetzt machen wir Bremse aus. Du musst halt ein bisschen anbremsen und dann wieder Gas geben. Also eigentlich ist es, wenn es mal drin ist... Der hat immer automatisch gebremst. Auch in den letzten Rennen jetzt gerade. Für das warst du aber ja sehr schnell. Ja. Blaue Flagge, Autos kommen.
genau so. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder. Es liegt echt an der scheiß Bremshilfe. Ja, ja, weil der Bremshilfe automatisch ist viel langsamer. Ja, nee, aber ich bin ja sicher, wie es eigentlich dann geht, oder schon? Ja, ja, aber das war der Fehler, ja. Genau, jetzt hat. Ah. Das lag die ganze Zeit auch in einem anderen Spiel dann so. Jetzt kommen sie nämlich gar nicht mehr weg hier. Ne, man kann die Session nur beenden, man kann sie nicht neu starten. Das ist leider, wenn sie das erste Ergebnis dann beide leben. Okay. Ist ja wurscht. Aber jetzt weiß ich, woran es gescheitert hat die ganze Zeit. Ah, dass du mich hier immer dreht, das ist schlimm. Kennst du diese langgezogene Kurve da? Ja. Da komme ich immer auf den Bordstein und dann drehst du mich. Ja, jetzt hat's mir rausgehauen, oh Scheiße. Das war ja aber selber schuld. Da hatte ich zwei grüne Zeiten. Naja, das ist eh die vorletzte. Sind die alle auf der Start-Ziellinie so aufgereiht, dass ich das so schön überholen könnte, wenn ich drauf wäre. Jetzt lässt sich's wieder besser vorne. Wahnsinn. Ihr seid ja schon in der letzten Runde, ich bin der vorletzten. Runde, ja, dann kannst du noch alle überholen. Ja, genau. Alle, ja. Die sind gar nicht so schnell. So frustriert, wenn man das. Ja, die hauen mich einmal an, dann bin ich schon an der Bande, ey. Ja, was ist denn das für ein Schmarrn, ey? Das ist die Physik aus Großbritannien. Weißt du, aber die dürfen weiterfahren, die Computer, aber ich nicht. Ja, die sind aus Stahl, aber du bist aus Gummi. Ja. Das ist das Komische da dran. Ja, das stimmt, ich auch schon. Und die kriegen noch nicht mal Kollisionsstrafen, gar nichts. Das sind schon die zwei Mängel, was ich hier schon als Kontra nehmen könnte. Das wird eine lange Liste jetzt über die 21 Rennen verteilt. Die fangen jetzt erst an. Aber fährt da denn so schlau? Ja, wenn es raushaut. Ja, dann beenden wir wenigstens zusammen jetzt hier das Rennen, das ist doch ganz schön. Naja. Fahren wir gemeinsam über die Ziellinie nebeneinander, komm. Jetzt crashen wir wahrscheinlich noch ineinander rein, so wie wir fahren. Und musst du jetzt noch zu Ende fahren? Nee. Nein. Ist immer so. Ja, da habt ihr doch schon einen kleinen Einblick bekommen in das Spiel. Sieht ja ganz schön aus. Vielleicht spielen wir jetzt auch besser. Wir fangen dann jetzt auch an zu spielen im zweiten Rennen. Wir wollten es nur mal so zeigen, wie es in der letzten Saison war. Für die es nicht gesehen haben. Aber jetzt packen wir dann unsere Skills aus. Ja, aber richtig. Und die Skins auch. Skill und Skins. Die Skins haben wir schon ausgepackt. Jetzt packen wir auch noch die Skills aus. Okay, ja, ich glaube, die Wertung wollen wir jetzt gleich nicht sehen. Dann weiß ich nicht, wollen wir Pause machen und nochmal neu, quasi ein extra Video machen zum zweiten Rennen oder wollen wir direkt übergehen? Mir ist es gleich. Mir ist es relativ. Ja, willst. Dann gehen wir direkt über. Dann müssen wir. Aber du wolltest ja noch was essen, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, müssen wir. Dann machen wir kurz Pause jetzt. Machen wir kurz Pause, genau. Ja, dann kannst du das essen. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Rennen. Ja, bis zum nächsten Rennen. Ciao. Ciao.